Warum sind Sie heute hier? Das ist ein besonderer Tag für mich jetzt, ernsthaft, weil A, bin ich Stammgestern hier seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, ist so mein zweites Wohnzimmer. Der Vorbesitzer, der nach Panama ging, Adrian, war ein guter Freund von mir, den ich also sehr, sehr schätze. Aber Marcel Kroll, der den Laden übernommen hat, ist jemand für mich, den ich privat wie auch geschäftlich außerordentlich schätze und der wirklich ehrlich viel Engagement zeigt, nicht nur mit seinen Angestellten, auch jetzt hier. Wir haben Weihnachten, hat er uns gefragt, ob wir für Thomas, ob wir halt Sachen sammeln für die Obdachlosen etc. Ich war dabei, das war schön, das hat er mit einer Leidenschaft gemacht, dass ich einfach denke, heute ist ein ganz besonderer Tag, ernsthaft, der diese Ehrung finde ich auch wichtig, weil das ist auch ein Motor und ja, damit ehre ich ihn eigentlich, darum bin ich hier. Einfach Engagement braucht Berlin, wir leben davon, wissen wir. Und diese Bar ist sowieso auch noch zusätzlich so mein Highlight. Wenn man alles Elend, Obdachlose hier in Berlin sieht, ob junge oder ältere Menschen, wie gehen Sie damit um? Wie üben Sie Kontakt zu diesen Menschen aus? Ich habe am Bahnhof Zoo sehr lange gearbeitet, habe dort von 6 Uhr abends bis nachts um 12 Brote geschmiert, wir haben viel rausgegeben. Wie ich damit umgehe, es gibt das gehört dazu, zum Leben immer schon. Ich bin selber jemand, der die Armut kennt, geflüchtet, viel im Lager gelebt und weiß, was es bedeutet, was Ausgrenzung bedeutet. Und ja, wenn ich die Leute so sehe, wenn wir abends so die Bar, sage ich mal, da aufgemacht haben, waren da vorher fast 250 Leute, die viermal am Tag Essen kriegen. Die Sabine Wehr zum Beispiel, die auch die Tafel gegründet hat, die ist ja auch eine sehr, sehr engagierte Frau. Also mein Sohn und meine Freundin haben sehr lange für die ehrenamtlich gearbeitet und ohne Ehrenamt funktioniert Berlin nicht. Und da sind die Berliner großartig, das muss man einfach mal sagen, weil eigentlich, man darf nichts überstrapazieren, ist ganz klar. Aber die sind Menschen, die helfen wollen. Der Berliner ist immer so rau. Aber die Obdachlosen, die ich auch sehe, in Steglitz überall, die in der Ecke schlafen und so weiter, die gehören zum Stadtbild. Das ist eine Zeit, die jeden treffen kann einfach. Und wie soll ich damit umgehen? Indem ich einfach sage, ich bin da auch christlich. Also was heißt auch christlich? Also weil es ja darum heute ging, ich bin Christin. Und das ist für mich das Gesetz, einfach Menschlichkeit auszuüben, ne?